Halli und hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zur nächsten Folge von Wildlands. Zusammen mit dem lieben Lemon Freak. Hallo. Und den lieben Sir Lance. Hallöchen. Und natürlich der lieben Blue Jenny. Hallöchen. In dieser Folge ist Blood leider immer noch nicht da. Da seine Grafikkarte immer noch kaputt ist. Kommt ihr? Ja. El Passagiro. Ey. So, bitte. Pommes Frittos. Pommes Frittos? Ja, Patatas Bravas. Die schmecken echt gut, die Patatas Bravas. Sind schweine teuer, aber schmecken gut. Was ist das überhaupt? Das ist so ähnlich wie Pommes. Ja. Nur dass es so, ja, so Kugel, so im Endeffekt durchgeschnittene Kugeln waren. Mit so einer komischen Soße, die aber verdammt gut schmeckt. Ah, sind das so, ich weiß, was du meinst. Sieht aus als wie Fleischbällchen nur aus Kartoffeln. Ja, genau. Es brennt weg. Das Ding explodiert. Das kenne ich. Das schmeckt ultra lecker. Hat mal meine Mutter gemacht früher. Generell, wo wir in Spanien waren, war das geil. Da waren wir leider nur zweimal. Bei so einem Laden, da gab es halt Tapas. Das sind so halt so kleine Portionen, wo man, gut, von einer wird man halt nicht satt. Aber im Preisbereich zwischen 1 und 3 Euro. Also das ist schon saugut. Und ich möchte auch gerne wieder mal in Spanien. Also jetzt, wo ich so erwachsener bin. Will ich gerne. Hobbit hier ausmachen. Können wir gerne machen. Ja, wir machen es aus. Okay, dann machen wir es. Also im Stream kann man es ja machen, dann ist es ja nicht so schlimm, aber... Das nervt einfach nur. Ja, das könnte ich immer. Vor allem, wenn die, glaube ich, auch je höher wir werden, immer stärker. Ja. Was irgendwie überhaupt nicht zunimmt, weil... Gut, wir haben vielleicht mehr Übung, aber... Was ist das für eine Relation? Wir können nicht mehr Rüstung kriegen und nichts. Übung macht der Kleiste. So, Tier 1 deaktivieren. Ja. Da. Ach, das Level bleibt immer noch, aber du hast halt Tier 1 einfach nicht aktiviert. Fertig. Nee, cool. Wir sind wieder nochmal Stufe 30. Echt? Ja. Aber Level nicht. So, nee, Level hat immer noch Tier an. Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Ah, jetzt wird das auch lila angezeigt und nicht mehr normal rot. Da drüben. Stimmt. Okay. Wartet mal, ich mach das Ding aus. Einer weniger. So. Der Alarm ist deaktiviert. Scheinwerfer aus. Aber trotzdem sollten wir ein bisschen taktischer vorgehen, okay? Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Ich hab hier einen General, ich hab noch einen Tango. Ja. Okay, ich sehe keinen mehr. Im Gebäude ist einer. Der ist down. Neben dir. Hast du ihn? Ja. Im Gebäude neben dir. Fertigkeit oder Rebellenoperation? Fertigkeiten, bitte. Au. Du überlebst das länger jetzt. Nicht lang genug. Sehe ich. Oh, wir haben hier gleich eine Fähigkeit. Ich weiß. Oh, es ist voll dunkel hier. Ich sehe nichts. Ich höre gerade, dass sich Elchidos Agent mit Santa Blanca Leuten trifft. Boah. Es wird kein Ort genannt, aber Moment. Wir haben die Adresse des Hotels, wo der Assistent des Agenten für eine Nacht eingecheckt hat. Assistent des Agenten? Diese Showbiz-Typen reisen gerne mit Entourage. Das macht sie wichtig. Egal, finden wir den Assistenten. Vielleicht führt er uns zu seinem Boss. Ja. Dann holen wir uns noch in den Fertigkeitenpunkt und dann weg. Ja. Also den Punkt habe ich schon. Wow, ups. Der ist mal nicht ganz oben in einem Turm. Ich bin tot. Auf meiner Leiche steht ein Typ. Auf meiner Leiche steht ein Typ. Dam, dam, da, 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 dam. Verdammt, das war knapp. Alter, ist da was los? Na komm, wir gehen. Hier ist der Ausgang. Lass uns einfach hinten rumgehen. Hui. Hey, Freundchen. Bleib mal stehen. Nein! Der befährt mich halt einfach.
Knall den ab, der überfährt mich halt einfach. Ich habe gerade nicht einen Bauchklatscher auf die Straße gemacht. Du bist instant weg? Ja. Lemon. Hilfe. Wozu hast du die Drohne, Lemon? Damit man die nicht benutzt. Wofür ist sie denn sonst da? Zum Angucken. Ja. Danke. Ich bin tot. Also wir sterben doch genauso schnell. Also ich nicht. Ich schon. Mike? Ja. Ja, ist okay. Du darfst uns auch gerne helfen. Oh Gott, Zug! Jenny. Warte, der Zug fährt. Inge, das ist kein Stück was gebracht. Zug, Zug, Zug. Es ist alles nur ein Zug. Dein Ernst? Danke, dass du Bescheid sagst, dass du uns wiederbelebst. Bist wiederbelebt. Verkraum. Dein Ernst? Hau ab. Da müssen wir hin. Also nach A. Ja, ist mir schon klar. Wieder irgendwo mitten im Nirgendwo markiert hat. Ich bin unschuldig. Ja, wobei, wir haben ja Haupteinsätze. Also eigentlich müssten wir jetzt nach unserer neuen Regelung zu den Haupteinsätzen fahren. Ups, das habe ich nicht gesehen. Da war vorher ein Busch. Okay, dann. Yeah. Wie wär's, wenn du einen Haupteinsatz markierst? Nee, komm, machen wir dir das noch eben einmal. Dann haben wir alles markiert. Ah. Ich glaube, ein oder zwei Informanten brauchen wir eh nur noch. Ich schaff das mit den Familienvan. Spiel Zug, 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 Zug. Ja, wahrscheinlich. Da geht ja. Bumm. Oh, das ist. Ja, das ist in GTA so, das ist in LS so. Die Züge sind unzerstörbar, immer. Ich steig eben aus. Mike, bleib einfach sitzen. Ja, okay, einen brauchen wir noch. Na komm, Jenny, der Wagen ist geländetauglicher. Auf geht's, Manu. Mike, nach A. Nein, ich will doch da nicht einsteigen. Der hat einen Gepäckraum. Hat er nicht. Nee, sie kann doch neben mir. Dann nicht. Tschüss. Querfeld ein, Mike. Wohin? Nach A. Nach A, 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 A. Du bist ja genauso schlimm mit Zuhören wie Jenny. Hey. Siehst du, vielleicht liegt das gar nicht an uns. An wen sonst? An mir, dass ich zu leise rede oder was? Nein. Querfeld ein. Es ist halt einfach das Spiel. Deswegen machst du es bei Minecraft auch. Sag ich doch, das ist das Spiel. Bleibt ihr doch einfach sitzen. Wer sitzt hier? Haben Sie was über das Kartell gehört? Wo die sich rumtreiben? Ich komme nicht mehr weg. Gracias. Danke. Viel Glück. Wir können einen Kartellsender abschalten. Waren das alles oder? Sisi. Gut, dann würde ich sagen, auf zur Mission. Jawohl, ja. Der Agent. Finden Sie den Assistenten des Agenten ohne entdeckt zu werden. Ich habe gerade den Assassinen des Agenten gelesen. Das habe ich auch als erstes gelesen, weil ich das sofort an Assassin's Creed dachten muss. Wollen wir einen Heli nehmen? Wollen wir Quellfeld einfahren? Das kann Mike nicht. Baum! Nee, wo, wie nennt man das? Stein. Stein. Ganz schön steinig hier. Also, wer mappt denn das? Dieser Weg wird steinig und schwer. Nein. Ja. Nicht mit vielem wirst du dir einig sein. Wir kriegen da hier ein Copyright reingefangen. Denn. Nein, wenn ich singe, nicht. Nein, das ist. Nein, ich mache andersrum, wenn ich nicht singe, nicht. Fahren. Was machst du da hinter mir?
Peter Griffin. Kuckuck. 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 Alle Rad macht's möglich. Kuckuck. Na. No. Oder eine scheiß Engine. Du kannst eigentlich auch hier jetzt auf die Straße rauffahren. Ja, warte, aber. Wie war das nochmal? Ich hab dir gesagt, du sollst im Auto bleiben, okay. Oh. Yeah. Habt ihr das nicht als. Spaß, aber okay. Habt ihr das nicht als Kinder gemacht, immer mit dem Kopf versucht aus dem Fenster zu gucken? So? Nein. Wie der immer Hund? Noch falsche Straße, Mike. Hui. Hörst du mir wirklich nicht zu? Ich hab gesagt, du kannst auf der Straße bleiben, das geht schneller. Hab ich gehört. Wollte geöffnet ein. Hui. Ich hätte in dem Moment nicht rein. Versenkt. Ich fahr. Mike darf jetzt offiziell nicht mehr fahren. Ich darf gar nichts mehr. Du darfst ja. Atmen. Nein. Oh, ich habe einen Zivilisten getötet. Ups. Mama, das war ich nicht. Sowas? Ich war das nicht. Das tötet Menschen. Das tötet Menschen. Karl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich wurde gespoilert. So hart. Bei was? Genau da. Hä? Walking Dead. So. Davon kommt das gar nicht. Das war mit Lamas von Hüten. Hm? Nee, ich meinte, ich wurde gespoilert durch Nachrichten. Ich hab mir jetzt, schaue ich mir jetzt seit neuestem immer die Nachrichten an, auch so bei GameStar und so. Und auf einmal stand da so, Rick hat Vertrag gekündigt. Halalalala. Was? Dein Ernst jetzt, Jenny? Aber nicht von Talking Dead, der Rick. Lass mich dich ein bisschen verarschen. Das war jetzt, ich hasse dich. Das war jetzt wirklich ein Scherz. Mann. Wenn der jetzt raus ist, hasse ich dich wirklich. Er ist nicht raus. Mann. Oder nicht, dass ich wüsste zumindest. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich sehe einen Typ, der wie der Assistent von El Chidos Agent aussieht. Hä, wieso wurde ich entdeckt? Ich hab den nur festgehalten. Dein Ernst? Ich muss ihn einfach die Augen zuhalten, dann sieht er mich nicht mehr. Es ging vielleicht um den Zivilisten? Das ist der, den ich in der Arm hab. Da war noch ein zweiter Zivilist. Achso. An der Rezeption. Achso, Käsekuchen? Oh. Kotzwirp. Frauen und Logik. Das stimmt. Du und Logik. Jetzt habe ich schon wieder so einen blöden, ewig langen Ladescreen. You have a loading screen. Loading screen. Und es ist warm. Ach, bei mir geht's. Bei mir im Zimmer sind es 30 Grad. Hoppala. Ich kann morgen ja gar nicht einkaufen gehen. Ja. Richtig, es ist Feiertag morgen. Okay, ich muss vielleicht nach den Aufnahmen nochmal los. Vielleicht? Sag Bescheid, wenn ihr da seid, sonst gehe ich nicht. Ich will nicht reingehen. Ich bin schon lange da in der Turbine. Ich versuche jetzt aufs Dach zu kommen, okay, Jungs? Warum? Dann nicht? Ja, okay, dann bleiben wir hier hinten. Ich gehe mit der Drohne näher. Warum? Da sind keine Gegner. Aber hier finden sie den Assistenten des Agenten, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, mit der Drohne hin. Ich sehe einen Typ, der wie der so. Assistent von El Chidos Agent aussieht. Was tun wir? Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Beobachten, was er tut und wen er trifft. Wir bleiben außer Sicht. Wenn er uns sieht, haben wir nichts. Yeah. Also einfach mit der Drohne da chillen, oder was? Nein, wir sollen ihn verfolgen. Na los, komm. Achso.
Okay, warte. Weil er steigt wahrscheinlich gleich in den Auto. Ins Auto, ja. Sag ich ja. Halt mal so bei 100 Meter Abstand, ne? Ja, war mein Plan. Lass ruhig ein bisschen näher fahren, oder? Oh Gott, hier ist alles voller Gegner. Okay, dann warte ich hier, stopp halt an. Ich gehe mit der Drohne rein, chill. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ich nehme die Drohne mit. Der Assistent geht in dieses große Gebäude. Der Agent könnte hier seinen Kartellkontakt treffen. Wir müssen die Unterhaltung abhören. Können wir uns da drin gut bewegen? Wir schicken eine Drohne und nehmen es auf. Ich will nicht entdeckt werden. Drohne steigt auf. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Santa Blancas frohe Botschaft verbreitet, hat El Chido nicht zu befürchten von rivalisierenden Kartellen. Der DEA oder Santa Blanca? Palabra. Und noch was. 2 weitere Millionen Dollar werden sehr willkommen, wenn der Besuch vorbei ist. In Bar, por favor. No te pases, Werko. Das war nicht abgemacht. El Chido bekommt alles, was er haben will. Die Moral der Organisation ist ein Lieferantin. Hä? Wieso Zeit abgelaufen? Wir haben scheinbar nur eine gewisse Zeit. Hä, ich hab doch aufgezeichnet, oder musst du richtig hingehen? Ja, ich auch. Oder müsst du Videoaufzeichnung machen, wie bei der anderen? Wir müssen dazwischen treten. Ach. Wir müssen dazwischen treten, wie meinst du das? Gut, und dann aber du darfst abmoderieren. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, cheerio. Tschüss.